darf ich Sie alle willkommen heißen zur letzten Pressekonferenz des Jahres 2011. Vielleicht nochmal die wichtigsten Fakten. Würde ich sagen, hat mit 83-77 gegen Göttingen gewonnen, Halbzeit 44-44. Beste Werfer für Hagen, Sigimantas Yunusas mit 26 Punkten und Raymond Sykes und Sean Evans mit jeweils 22 für Göttingen. Halle war ausverkauft, 3209 Zuschauer. Wir haben die beiden Trainer zu Gast, Michael Meeks, welcome to Hagen, und Ingo Freier, hallo. Michael, your game summary, please. Hagen, they're one of those teams, it's like, they're very aggressive and they're in every game till the end. They just fight. You could never count them out. And we talked about their guards and how aggressive they are and how they look to score. We talked about Zygmantas and how, you know, if he has his rhythm, he could score 40 points like that and not miss a shot. And, you know, today, I don't know if he missed the three. He might have missed two. It's something we talked about, not wanting him to get these shots and not wanting them to get that kind of rhythm, you know. But it always seems like we have a situation where we have little problems and we have to fix something. And today, you know, Yunusas was a big problem for us. It was hard to contain him. But congratulations to Ingo and Hagen, and it's actually welcome back to Hagen because I was actually here a long time ago. 14 years ago. Yeah, wow. Long time. Okay, so that's it. But I'm really, you know, our guys, I'm proud of the way they stayed in it, and you know, it's hard for them right now, and even in a situation like this, you have to always find something that you could build on, and I think their effort today, they didn't want to quit, and they fought as hard as they could. Thank you, Michael. Ingo, dritter Sieg, 83-77. Bitte deine Zusammenfassung. Ja, danke für die Glückwünsche. Bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir jetzt auch hier zu Hause gegen Göttingen gewinnen konnten. Wir haben jetzt drei in Folge gewonnen, aber das Spiel hier heute war schon das Wichtigste von allen dreien. Gegen einen direkten Konkurrenten. Ich bin froh, dass wir auch auf diese Art und Weise weitergespielt haben, wo wir in den letzten Spielen und Wochen angesetzt haben. Nicht richtig nervös geworden. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz solide gespielt, konnten uns ein bisschen absetzen. Dann ist Göttingen wieder rangekommen. Zweite Halbzeit war auch ausgeglichen und am Ende konnten wir einige Plays für uns entscheiden. Wir haben dann sehr intensiv verteidigt in der zweiten Halbzeit. Ein Grund dafür, dass wir am Ende dann die paar Punkte mehr hatten. Und ich freue mich, dass wir tatsächlich jetzt drei Spiele in Folge gewonnen haben. Jetzt im neuen Jahr müssen wir uns weiter konzentrieren und uns weiter verbessern. Und wir können jetzt aber gut nach den drei Siegen ins neue Jahr gucken. Das auf alle Fälle. Ja. Dankeschön. Vielleicht, wo wir am Jahresende sind, ist viel passiert, sind zwei Teams, die in ähnlicher Situation waren. Ein kleiner Ausblick, maybe a little outlook. You're the coach, the head coach since the beginning of December. And I think you beat Tübingen, played well against Ulm and Frankfurt, but you're still in a nice position. Mm-hmm. So, it's, the, you know, I tell the guys every day, you know, when you're at the bottom, there's, you know, looking in the long, you could say, yeah, there's two ways we could go, but it's what do you want to do when you're here? You either fight to get out or you quit, and none of them quit. I mean, they go really hard in practice. We have, you know, guys that are young. We have guys that are their first time in Europe, and it's sometimes hard when some of the things they had to go through this year to build and get traction to pull yourself up, but they work every single day to try and get out of it. And with every loss, the next game becomes that much more important to win, you know. And our only choice is to work, to fight and to try and win. Okay, thank you. Ja, Ingo, vielleicht auch von dir noch ein kleiner Ausblick, sind wir ehrlich. 12 Tage zurück waren wir eigentlich da, wo Göttingen waren. Jetzt haben wir drei Spiele gewonnen. Was ist passiert in dieser Zeit? Und mit dem Blick auf 2012, was sich vielleicht noch ändert im personellen Bereich, wie können wir das große Ziel erreichen?
Zum Klassenerhalt. Das große Ziel nicht abzusteigen, genau. Darum ging es auch vor 12 Tagen, das hast du angesprochen. Ja, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben gute Spieler, so ist es nicht, aber wir haben jetzt auch geschafft, eine Teamchemie zu schaffen, was uns am Anfang nicht so geglückt ist. Und gerade dieses Team macht es jetzt aus. Wir alle zusammen haben wirklich in den letzten 2 Wochen so hart gearbeitet. Wir haben ein bisschen was umgestellt in der Verteidigung und das hat gefruchtet, das hat geklappt. Alle haben Vertrauen darin, vertrauen ihren Mitspielern und das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht haben wir da gerade jetzt in den letzten 3 Spielen einen kleinen Vorteil gehabt gegenüber allen anderen Mannschaften. Und schließlich haben wir personell, wir haben ein paar Spieler, die uns noch fehlen sozusagen. Wir haben Crow abgegeben, dann war Brandon verletzt, jetzt ist Brandon wiedergekommen, hat heute ein ganz gutes Spiel gemacht. Wir müssen sehen, was wir jetzt personell noch machen. Auf alle Fälle haben wir immer noch Potenzial. Und ich denke, wenn wir jetzt weiterarbeiten, weiter so gute Verteidigung spielen und im Training weiter hart arbeiten, dann hoffe ich, dass wir uns unten irgendwann ein bisschen absetzen, beziehungsweise mit dem Abstieg dann am Ende der Saison nichts zu tun haben, sondern dass 2 Mannschaften unter uns stehen, was unser Ziel ist. Dankeschön. Gibt es von Ihrer Seite Fragen an die beiden Trainer? Ja, Rainer Hofle, das waren Fragen. Du hast gerade die Teamchemie angesprochen, die sich jetzt gefunden zu haben scheint. Ihr habt 2 von den 3 Spielen sogar ohne Buchs gewonnen, also auf der kleinen Position. Die Rotation scheint jetzt optimal zu laufen. Muss man sich da noch aus dem Fenster lehnen, um da Macht noch jemand zu holen? Oder könnte es weiter auch so laufen? Oder vielleicht sogar besser von der Teamchemie? Ja. Wir haben jetzt 7 Amerikaner. Mehr darf man nicht haben. Und wir müssen das jetzt genau analysieren. Wir sind auf alle Fälle nicht mehr so unter Druck, unbedingt jemanden zu holen, weil wir gerade 3 Spiele gewonnen haben. Okay, man kann noch abwarten und schauen. Und im Moment gibt der Markt eh nicht so viel her. Umso besser, dass wir jetzt 3 Spiele gewonnen haben. Gibt es weitere Fragen? Wird ja mit jedem weiteren Spieler, oder Frank Wann gerade sagen, wird mit jedem weiteren Spieler auch immer schwieriger, Adam Konstantin wieder wegzuschicken. Ist ja bei den Fans jetzt eine ganz große Nummer nach dem heutigen Auftritt. Ja, das ist das Schöne. Hier werden die Spieler nett begrüßt und gleich mit integriert und dann dürfen sie auch gleich mal die Laola machen. Also freut einen Trainer natürlich immer, wenn man neue Spieler holt und die kommen sehr, sehr gut an beim Publikum. Gibt es noch weitere Fragen? Also das Wahlbus-Bingo, es wird ja schon in 3 Tagen wieder gespielt, kannst du vielleicht schon, auch wenn es jetzt vielleicht erst noch der Fokus auf Göttingen lag, was zum Spiel in Quadenbrück sagen am Montag? Ja, ich habe das Spiel live gesehen gegen Berlin. Das war ganz, ganz hohes Niveau und Quakenbrück hat zu Hause gegen Berlin gewonnen. Entschuldigung, Adler Dragons. Und das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Die sind sehr physisch, sehr aggressiv. Wir müssen gegenhalten. Wir spielen auswärts und sind natürlich da der Underdog, ganz, ganz klar. Vielleicht haben wir die Chance und die unterschätzen uns. Auch wenn ich das jetzt hier öffentlich sage. Und da suchen wir dann unsere Chance, vielleicht dagegen zu halten. Und wenn wir das Spiel knapp halten können bis zum 4. Viertel, dann geht da vielleicht auch was. Weitere Fragen? Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Dann der Ausblick war da. Es geht gegen die Aachen Dragons weiter am Montag für Phoenixhagen. Ihr spielt gegen Braunschweig Montag. Good luck. Thank you very much. Ich wünsche allen einen schönen Abend, schönen Silvesterabend und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Vielen Dank und schönen Abend.